Und es geht los. Erste Ligaspiel von Team. So. Ging schneller wie gedacht. Die Teams bleiben so, wie sie vorher ausgewählt waren, auch bestehen. Warlords auf CT-Seite und Septunix auf T-Seite. Go, Septunix! Ein 3-2-Aufbau für A und B. Septunix macht über Second mit Apps auf A Stress. Oh, was kommt da jetzt? Da wird schnell geschoben. Oh. Die Taktik könnte aufgehen. Die Taktik könnte aufgehen. Oh, Benny hat einen schweren Headshot gekriegt. Aber sie sind auf Onspot. Jetzt heißt es nur noch safen. Gut ausgespielt von den Jungs bisher. Oh. Oh. Und Snooze gab es da gerade eine richtige Klatsche für. Zu langsam gelesen. Somit geht die erste Runde an Warlords. Schade. War gut ausgestattet. Also, der gute. War ein guter Aufbau, war ein guter Beginn, aber leider mit Pistols nichts zu Ende gespielt. Oh, da gibt es einen Kauf. Auf Seite von Septunix. Gut, ein Blend war da, aber sie machen auf jeden Fall einen Half-Buy. Oh! Schön von Lukas, aber leider ein Tick zu schwach. So sieht's aus. Let's go, Jungs. Es wird ein Mitteaufbau. Einer hält Banane. Macht Benny. Oh. Schade. Da wurde doppelt Mitte gepiekt, aber Kinderzimmer vergessen. Jetzt 3-4. Oh. Es wird jetzt A angespielt. 2-1 gerade. Oh, Thomas. Da geht die zweite Runde an Warlords. Jetzt gibt es wahrscheinlich eine Full Echo auf Seiten von Septunix. Sechs. Ja, da gibt es eine. Nein, bleib stehen. Da gibt es jetzt wahrscheinlich eine kurze Ansage vom Teamleader Thomas.
Taktik check. Na. Na, die Nate war gut. Die Nate war gut. Das ist Mitte Aufbau. Wenn Flashes verteilt. Oh, schade. Die Flash saß gut, aber leider war da am Ende die Umsetzung nicht so gut. So. Full Buy auf seitens von Subtunix, außer für Mike. Der hat sich dafür aber die AWP gekauft. Es ist jetzt wieder ein 2-3 Aufbau. Maximilian mit der ersten HE. Auf beiden Seiten gab es kaum einen Damage-Schaden. Ah, Thomas. Einer ist geboostet, einer in Apps und einer ist Balcony. Oh, schön von Lukas gegen Frack. Oh, schön, Lukas. Checkt oben ab, checkt oben ab. Schön, Lukas. Wo sind die Mates? Komm schon. Das muss eure Runde sein. Oh, schön, Mike. Und da wird, glaube ich, gesaved. Maximilian wird gucken. Will sich den safenden Mitspieler noch packen. Schön! Und das war eine teure Runde fürs Gegnerteam. Natürlich haben sie alle noch Geld. Ja, liegen ja mit 3 Runden vorab vorne. Trotzdem noch teurer gemacht. Auf beiden Seiten gibt es jeweils einen AWP-Spieler. Gucken. Oh, der hat Hits kassiert. Schön von Thomas. Oh, Thomas! Starkes Ding. Oh! Timelag des Todes. Da muss der Call jetzt sitzen. Oh, Mini-Pit, Mini-Pit, Mini-Pit. Ist on-site. Okay, ist gecallt. Sehr schön.
Sehr schön von Lukas. Oh. Oh! Was war das bitte für ein Brett? Was bitte war das für ein Brett von Lukas? Alter Falter. Also, wirklich. Awesome. Einmal bitte klippen. Das wäre genial. So sieht's aus. So, 4 auf A, 1 auf B. Thomas hat das wahrscheinlich schon gefühlt gerochen. Der ist ja eben schon mal vorgesteppt. Aber sie bauen gerade wieder zurück auf. Aber. Oh, Benny macht den Vor-Pressure. So, kommt schon, Jungs. Das ist eure Runde. Die warten auf Benny. Die wollen zu 5 drauf. Ah, Lukas hat ihn schon gerochen. Und jetzt kommt der Mitte-Push. Komm schon! Schade. Ich komm. Das hört. Das muss Thomas gehört haben. Schönes Ding von Max. Den hat er noch gesehen. Im Augenwinkel. Ich meine, sonst ist er ja blind genug. Aber die Runde wird eigentlich festgefahren. Oh, die gehen Richtung CT jetzt. Scheinbar. Ja, die wollen sie abfangen. Jetzt passt nur auf, was ihr macht. Komm schon, Thomas. Oh nein. Helf die Arme. Boah. Da sind sie aber denen voll in die Arme gerannt. Aber hätte ja auch keiner mit rechnen können. Dass vielleicht einer auf A steht. Ja, also CT-Side. Aber nicht alle drei, dass die einmal eine Weltreise machen. So, auf beiden Seiten gab es jetzt wieder den Fullboy. Oh, es wird ein schneller Aufbau für B. Oh, schön von Thomas. Dafür aber einen harten Hit kassiert. Oh, da ging gar nichts. Da hat Benny gerade so noch überlebt. Oder wird rotiert. Oder wird rotiert. Jetzt aber schnell, Jungs. Der Bait funktioniert nicht ewig. Moin, Big Vodka. Let's go! Schön von Mike. Und schön von Max. Schönes Ding. Schön, 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 schön.
So, wieder. Oh, Mitte Rush. Und jetzt Second mit. Komm schon, Lukas. Oh. Schön von Max und Lukas. Die Nate kam nicht. Komm schon, Thomas, holen wir. Schönes Ding. Und Max holt sich den letzten auch nochmal dazu. Sehr, 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 sehr schöne Runden. So muss das. Sie müssen ja nur wirklich konstant von der Leistung her bleiben. Benny ist noch nicht hundertprozentig drin. Aber das ist, wie gesagt, wenn das sein erstes Game ist, was ich auch einschätze, weil er vorher nicht online sein konnte, dauert das ja eh immer ein bisschen. Und deswegen. Ancient ist die zweite Karte. Es ist auch wieder. Oh, es wird jetzt schon. Ah. Ne, jetzt wieder wird wieder verschoben. Es ist noch Aufbau mit zwei Banane, zwei A und einer Mitte. Leon, sag ich. Ah, Lukas, mehr konzentrieren aufs Game und nicht weniger chatten. Oh, Mike gibt Support. Support für seine Leute. Oh. Schön von Benny. Ah, schade. Jetzt kommt Thomas. Oh, Lukas kommt von hinten. 3, 4. Oh, schön. Ah. Nein. Schön. Komm schon, Max, das ist deine Runde. Oh, Max. Oh, Max ist nervös. Gegen A wird es. Das muss er gehört haben. Das muss er gehört haben. Oh. Beide ziemlich nervös. Beide. Und die Runde ist. Sepp in Tunix. Schön ausgespielt. Mike bleibt weiterhin auf AWP. Aber es kommt ja auch nicht auf die Stats drauf an. Am Ende kommt es wirklich auf den kompletten reinen Teamplay an, ja. Und deswegen, man weiß ja auch nicht, wie die Calls sind, deswegen kann man jetzt auch niemanden irgendwie besser reden oder schlechter jemanden. So, aber jetzt wieder der Grundaufbau, 2B, 3A. Oh, jetzt wird vom Banane aus wird schon stärker gepusht. Okay. Thomas geht jetzt auch stabil nach vorne. Oh, Thomas mit dem stärkeren Aim. Oh, die Calls kamen, dass Banane hoch ist. Oh, schade von Lukas. Oh, Thomas. Oh, Thomas hat sich erstmal das Ding gesnackt.
absolut geile Position. Aim darf auch nicht fehlen. Ja, das stimmt schon. Oh, Max. Trotz Feuer entspannter wie eben. Da wird gesaved. Oder halt wieder abgeaimt zum Abfangen. Ah, da wird wieder zurückgepiekt. Oh. Schade. Ah, die Ave wird gepickt. Aber bisher sieht es eigentlich ganz schön aus, was hier passiert. Ich meine, es gibt immer ein paar Umstimmigkeiten, wo es halt noch nicht hundertprozentig reibungslos läuft, aber das ist halt klar. Nicht jeder Gegner ist gleich und somit muss man sich auch immer erst auf den Gegner einstimmen, ne? Oh, Benny geht wieder voran. Smoke Mitte. Oh, da hat's. Oh, schade. Da war gerade das Pech auf Seiten von Subtunix. Alle Aimshots waren halt für die Katz. Oh, schön von Max. Aber er wird jetzt wahrscheinlich umlaufen. Oh, schön. Komm, setz mich mal zu Max. Hallo. Okay, es wird verschoben. Ah, schade. Da geht die nächste Runde an Warlords. Schade, schade. Ah, das war halt eben Doppelpech. Kann man halt nur so sagen. Oh, die Nades waren gut. Die Nades waren ziemlich gut. Oh, schön von Benny. Ah, schade. Okay, Max hat den. Oh, Thomas. Was für ein Brett wieder. So, Max hält Library. Und die Gegner ziehen sich jetzt zurück auf B-Spot. Die werden wahrscheinlich jetzt auch ja, AWP und M4 werden sie jetzt saven. Ah, die Jungs. Oh, Thomas mit dem ersten guten Hit. Oh, Max.
Da haben sie noch die AWP weggeholt. So, auf beiden Seiten Bull, M4 und AK bei. Keiner, der sich bereit erklärt, anstatt eine AWP mal damit nach Scout zu spielen. Oh. Ein Kinderzimmer steht. Oh, Thomas. Thomas hat's nicht gesehen. Doch, jetzt. Thomas hat ihn gesehen. Oh mein Gott. Thomas sieht ihn. Was machst du? Das hört man doch. Oh nein! Das wäre so krass gewesen! Schade! Schade! Ah, das war gerade so ein krasser Play. Weißt du, so unglaublich. So, Half-Buy auf seitens von Septunix. Oh, die Nate kommt. Oh, knapp gewesen. Schön von Mike. Oh nein. Oh nein. Ah. Könnt ihr. Okay. Hätten sie sich jetzt gerade fast übers eigene Knie geschossen. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ja, last Runde und es wird jetzt auf MPs und Tech und Artikel gegangen. Also nochmal voll Echo. Wenn man es so nimmt, oder half bei eigentlich. Oh, die kommen Mitte hoch. Thomas und Benny. Schade. Schade, schade, schade.
Aber Subtunix führt noch mit einer Runde. Auch von T-Side. Jetzt müssen sie als CT nur versuchen, wirklich so stabil wie möglich zu bleiben. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen eingerostet, was den Cast anbetrifft. Ich meine, wir haben jetzt knapp 3 Monate oder 4 Monate nicht gecastet. Ich muss mich jetzt auch erstmal wieder dran gewöhnen. Aber kommt ja jetzt demnächst wieder öfters. So, ein 3-2-Aufbau. Oh, die Nate saß schon mal gut. Oh. Oh, die gehen Banane hoch. Wird verschoben. Oh, die Nate könnte sitzen. Ah, schade. Gute Halbzeit, ja. Stimme ich zu. Aber die Pistol Rounds sind halt nicht die Stärken. Absolut nicht. Bei keinem von unseren Teams. Schön, Max hat nochmal 2 rausgeholt. Ja, das ist halt. Die Pistol Rounds. So, Full Deck A. Und die gehen Richtung A. Oh, das könnte jetzt gut werden. Ah, ob sie was riechen. Ja, die gehen B.
Schade, schade, Schokolade. So, let's go. 3A, 2B. Also ein ganz einfacher Standardaufbau wieder. Bei den Gegnern läuft es genauso. Einer Mitte, 2B und 2 Tekken mit Aufbau. Der erste ist ja schon geholt worden. Die Bombe baut Richtung. Schön von Max. Wichtig und richtig. So, was passiert jetzt? Machen sie jetzt einen B wirklich Angriff oder ist das jetzt wirklich nur... Ne, es wird angegriffen. Wichtig von Benny. Oh, wichtig von Benny. Oh, da hätten sie sich fast gekillt. Oh, aber wichtig und richtig. So. Wieder Standardaufbau. Aber von den Gegnern kommt jetzt eher gerade so ein Mitte. Ah, sollte ein Bananenrush werden, aber wurde ziemlich stark aufgehalten. Oh. Es ist einer schon oben. Oh, super von Benny. Schön, Mike. Oh. Wichtige Hits, wichtige Hits. Gut. Oh, schön gemacht von Lukas. So, Dark, Jungs. Und wichtig von Thomas. Sehr schön ausgespielt. Schönes Ding. Oh, Thomas kriegt die Ave. Gibt's eine komplett Full Echo Round auf Warlords Seite? Scheinbar schon. Wir gehen voll Second hoch. Mitte wurde gepusht von Max. Oh, Thomas holt den nächsten.
Das gab's jetzt der Call. Sie. Ah, wissen es noch nicht so ganz. Also schieben schon Banane teilweise runter. Mal gucken. Maushacken geht mit der Bombe zurück. Über Fuchsbau. Oh, schade von Thomas. So, was passiert jetzt? Sie wollen über CT. Okay, wird gecallt. Schön von Benny. Und Mike kommt zurück. Schön gespielt. Das war wichtig. Ich und richtig. Ja. Das war's. Ah, die Nate war ein Tick zu spät. Oh, die Molly war sehr gut. Haben sich beide gegenseitig geblockt, aber das haben sie gehört, was die Gegner gesteppt haben. Max. Oh, die gehen über CT. Und Mike könnte das abfangen. Ey, jetzt ist Benny halt ein absoluter. Ja, Benny ist halt absolut jetzt gerade in der Zwickmühle. Schade, Thomas. Na, Lukas hat auch keine Super Nate mehr. Schade. Aber das ist halt das, was halt passiert, ne? Banane stand noch, sie haben zu früh aufgeteilt, gefühlt, weil Max gefallen ist und dadurch konnten sie halt über CT nochmal umlaufen und konnten so eine Zange bilden, ne? Schwierig in dem Moment. Oh, Lukas mit der Mac 7. Thomas kassiert hart. Oh, schade. Ach, die haben Positionswechsel gemacht.
Oh, da kommt jetzt jemand. Max, der ist dir. Benny safe wahrscheinlich die Arve. Zumindest versucht das. Ach, schade. So, wieder voll Stack A. Weil eine Echo Round. Ich hol mir was kurz zu trinken. Danke für den Chicken Dance. Was ist denn jetzt? Der hat an! Der hat an! So schaut's aus, der hat an. Aber ich sehe schon, die Echo Round haben sie gut gespielt. So ein Alkoholiker, ja. Absolut. So, jetzt müssen die Jungs nochmal aufdrehen. Oh, das wird ein B-Rush. Eier!
Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. Schade, Benny. Oh nein. Die haben doch gar keine Zeit mehr. Das kann nicht wahr sein. Echo Round auf Seiten von Subtunix. Wichtig und richtig. Da blocken sie sich gleich erstmal gegenseitig. Ach. Ich weiß es. Oh, gut gemacht, Mike. Oh, jetzt wird's. Der hat an! Ach, schade. Kommt schon, Jungs. Wäre super, wenn ihr mehr in den Chat schreiben würdet, anstatt hier die ganzen Sound Alerts auszuprobieren. Spielen, blieb er stets allein zu Haus. Ist okay, Chris. Oh, die Nate war wieder gut. Schießt sein Mate erstmal an, das kann man auch mal machen. Es sind auf jeden Fall 2 Low HP. Schön gemacht von Thomas. Jetzt fahrt nochmal die Leistung hoch. Ah, es wird gesaved. Kommt schon, go Subtunix.
Flo. Hau mal ein Sub raus. Hey, Flo. Twitch Prime ist kostenlos. Schön von Lukas. Ja, die bauen B auf. Nein. Es wird gesaved. Es wird gesaved. Ah, es hat so gut angefangen. Ja. Okay, die Doppelnade war gut. Schön gemacht von Thomas. Auf A auf. Oh nein. Nein. Ich sehe schon kommen. Ah, Mann. Schade. Schade, schade, schade.
so schön als gespielt, so schöne Aufbaus gehabt und auch die Taktiken immer gut gewesen, so am Anfang und dann halt immer wieder so diese unlucky Momente. Ja, natürlich, nice try. Absolut. Trotzdem weißt du, es ist halt unlucky. Mies. So, der Swap ist entschieden. So, Jungs. Gönnt euch die Macht. Das wird ein Full B. Oh ne, es wird Mitte, hä? Ancient ist halt absolut nicht mein... Oh, es wird voll A. Komm schon! Einer hat nur ein HP und einer Full Life gegen drei. So sieht's aus. Möge die Macht mit dir sein. Ach, mit ihnen sein. Entschuldigung. Kommt schon! Gott sei Dank! Pistol Round! Die Macht war mit ihnen. Wichtig. Wichtig und richtig. Schön von Lukas. Schade. Da haben sie sich schneller überlaufen lassen. Full Echo auf B seid jetzt. Wird aber ein A aufbauen. Gut.
es läuft irgendwie. Also ich kann's. Ah ja, wir müssen. Na, die Abstimmung hatten wir ja noch so gemacht. Passt soweit. Es wird B angespielt. Pullback jetzt auf CT wieder. Waffen sind nicht mehr. Also gerade ist die Grundabstimmung halt auf der Karte überhaupt nicht gut. Aber gut, sie ist ja auch nicht von uns gepickt worden, sondern von den Gegnern. Da merkt man halt einfach, wie gut die auf der Karte sind. Aber wirklich schwierig. Schönes Ding von Thomas. Oh. Trotzdem schön, 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 schön. Sie müssen auf der CT-Seite, müssen sie, ich, wie gesagt, Ancient ist halt absolut nicht eine Karte, die ich, wo ich mich mit auskenne. Ich weiß nicht, wie viele Runden man auf CT holen muss, ich weiß nicht. Das ist schwierig. Der hat die Nate gefressen. Oh nein, schade. Unlucky, unlucky, unlucky in vielen Momenten. Es gibt jetzt wieder eine Voll-Echo.
Ach, das ist gerade wirklich. Man merkt halt von Warlords, dass sie nie alleine sind. Wird einer geholt, ist der nächste schon bei der anderen Ecke und kann den anderen von uns holen. So wird halt immer direkt ein Refrig geholt. Und halt die Position oder der Positionsspielfluss von Warlords ist halt auf Ancient halt einfach komplett anders. Ich weiß aber nicht, und das ist halt mein Problem, das müsste mir das Streamchat mal erzählen, ob Ancient TT oder T-lastig ist. Keine Erfahrung mit. Ah, das war ein Brett für Lukas. Oh, gleiches Kontakt. Gut gemacht. Gut gemacht. Ach, Leute, wirklich. Ich dachte vorhin auf Inferno, wo das so gut angefangen hat für uns, Jungs. Das könnte für die Saisonstart wirklich ein saugeiler Move werden. Schön von Thomas. Aber ja. Manchmal läuft es dann doch nicht so, wie man es sich erhofft. Ja, schade. Schade, Benny. Gut. Schön, Max. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt gibt es eine Tech-Pause von den Warlords.
Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. Ja, Eier werden super. Ich bin offizieller Stand-In-Spieler bei unserem Team. Danke, Mo. Weil Dodo ein Bot ist. Ja, das auch. Ich bin Stand-In und wenn das Main-Team da ist, was heute nun mal ist, dann muss ich nicht einspringen. Ich bin halt wirklich nur der letzte Mate, der gefragt wird. Deswegen, das Team ist breit aufgestellt, hat auch ziemlich gute Spieler und das Grund-Main-Team ist halt schon stark genug und da bin ich halt wirklich der auf der letzten Stufe sitzt. Deswegen. Aber ich hätte heute fast gespielt. Also war eine 20%ige Chance. Schön, Lukas. Holen dir. Ah, den hast du dir schmecken lassen. Nee, weil ich das so will. Ich habe mir eigentlich selber gesagt gehabt, dass ich nie wieder Alki. dass ich nie wieder im Competitive-Bereich, also im Liga-Bereich spielen will. Weil ich früher schon in dem Bereich gespielt habe und das hat mir dann aber auch gereicht. Dass dieses Hardcore reinschwitzen. Aber ich habe meinen Leuten halt gesagt gehabt, ich trage mich bei euch als Stand-In ein. Im Notfall bin ich bei euch und bin da. Aber wie gesagt, aber halt wirklich nur im aller schlimmsten Fall. Und mein Skill zu damals zu heute kann man halt nicht mehr vergleichen. Es ist halt ja. Muss man sich noch extrem steigern. Push von Thomas. Das stimmt, wir werden alle älter. Ja, wenn ich mich an die Zeiten von damals dran erinnere, wo ich mich mit meinen Jungs, mit denen ich hier gezockt habe, immer gebettelt habe, wer ist besser, wer hat die besseren Stats und so weiter. Ja, das war schon anstrengend. Heute spiele ich es halt nur aus Spaß. Schönes Ding von Thomas. Nee. Gibt's nicht mehr. Also ich habe auch schon mal auf Twitch geguckt, ob es da irgendwelche Momente gab, aber ich glaube, da gibt's nur noch einen einzigen, aber ich müsste da nochmal genauer gucken. Wie sieht die Rollenbesetzung bei Septunix gerade aus? Wie meinst du das mit der Rollenbesetzung? In welchem Bereich zumindest? Dass ich da mich besser eine Aussage treffen kann. Oh, wird Mitte. Max hat gecallt. Full Echo auf Wall. Bei den Warlords. Oh, schön, Max. Schön. Schade. Ach so, das meinst du. Also ganz einfach. Der Leader von dem Team ist THB. Das ist der Thomas. Dann haben wir... Ihnen teilen sich das aber. Zwischen
mit der AWE. Das macht auch mal hauptsächlich Mike oder THB. Es kommt immer auf den Moment drauf an. Aber so eine feste, hundertprozentige Besetzung, wie mit, wie hat man das früher genannt? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich habe einen absoluten Hänger. Das hat das Team nicht. Die packen sich, klar, die haben ihre zwei Leute, die auf jeden Fall die AWE spielen können, aber den Teamler, also der Called, das ist THB. Das ist fest. Alles andere ist so momentabhängig. Und bei dem anderen Team von uns, wir haben ja zwei Teams, kann ich dir so nicht sagen. Elo-Schnitt. Alle sind momentan Supreme. Schade von Benny. Oh, schade. Da hat sich Mike ausspielen lassen. Oh, und tot. Kobe. Ja, beim anderen Team glaube ich auch, dass da feste Rollenbesetzung sind. Ja, Faces spielen die auch. Aber da kann ich dir halt absolut über die Ränge nichts sagen. Ich weiß, THB ist, glaube ich, Level 8 oder 10. 10 ist, glaube ich, das höchste, oder? Wenn ich da richtig liege. Aber ja. Wen ging die erste Map aus? Für Warlords. 15 zu 12. 16 zu 12. Leider. Ja, alles gut. Ja, ne, 15 zu 12. Leider entschieden. Leider ein paar unlucky Momente gehabt, die das Game halt am Ende entschieden haben. Schade. Die Jungs haben sich eigentlich ziemlich gut hingestellt und alles gegeben. Ah, Super Crimson, danke. Schönes Ding von Lukas. Und somit geht die erste Runde oder die erste Halbzeit an Septunix. Ich hoffe ja, dass sie auf der T-Seite nochmal reinhauen. Ja, wie gesagt, sowas kann ich halt nicht wissen. Weil mit unserem ersten, zweiten Team gibt es bei uns ja nicht mehr. Mit unserem anderen Team noch nicht da wirklich drüber gequatscht habe, ob das mit Rollenspiel oder so weiter. Ja. Weil Crimson momentan im privaten Umfeld stärker unterwegs ist. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das geht ja auch vor. Deswegen ist ja unsere Community bei so Themen groß geschrieben. Rollenspiele stehen wir alle drauf. Ja, wer steht darauf nicht, ne? Ich stehe mal auf dem Weihnachtsmann. Oh, es wird ein Full-A-Aufbau. Kommt schon. Schön. Jetzt muss nur gehalten werden. Schönes Ding. Von Mike. Oh. Oh. Was sind das manchmal für Shots mit der USP? Das gibt's nicht. Komm schon, Mike. Hier. Yeah! Ah. Ja, Crimson sehr gerne. Alles klar, Snappy. Bis später.
Aber Crimson, wo du gerade da bist. Ancient, CT-lastig oder T-lastig? Ich hoffe, dass du noch da bist. Wäre jetzt für mich ganz wichtig, das mal zu erfahren. So, jetzt einfach nur abwarten und Tee trinken, Jungs und Mädels. Sollte CC sein, glaube ich. Okay. Auf geht's, auf geht's. So sieht's aus. Eisgold. Okay. Oder sogar ausgeglichen mittlerweile. Ah, okay. Gut. Weil das wusste ich vorhin nicht. Und es ist halt schwierig, Maps zu predikten, wo man halt nicht genau weiß, was jetzt von welcher Seite halt stärker ausgelegt ist, ne? Oh, das wird ein schneller Mitte. Von CT-Side. Schön und wichtig. Auf B drauf. Ach, Thomas. Zwei gegen drei. Schade. Schade, schade, Schokolade. Da wollen wir mal den lieben Big B grüßen. Der ist gerade in Spanien mit dem LKW unterwegs und verfolgt einfach mal eiskalt Septunix, wie wir spielen. Krasse Nummer, krasser Support. Vielen lieben Dank dafür. Der hat an! Der hat an! Schönes Ding von Thomas. Nochmal für euch alle. Wir grüßen jetzt einmal den lieben dem Big B. Der ist gerade mit seinem LKW in Spanien unterwegs und verfolgt trotzdem das Spiel von Subtunix, wie die heute das erste Ligaspiel, also zumindest von unserem zweiten Team, das erste Ligaspiel läuft. Einfach mal krasser Support. Ich danke dafür. Weil ich weiß nicht, bei mir steht dauerhaft immer wieder mal zwischendurch Werbeunterbrechung und ich habe keine Ahnung. Ich habe es extra schon 10-mal umgestellt. Ich habe keinen Plan mehr, was das ist. Twitch braucht halt Kohle.
Scheinbar. Deswegen also nicht wundern, wenn ihr das jetzt doppelt gehört habt. Schönes Ding von Thomas und Max. Thomas und Max. Thomas und Lukas. Half bei auf Seiten von Subtunix. Er muss jetzt gegengekämpft werden. Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen. Komm, komm. Alarm! Alarm! Schade, schade, schade. So, Jungs, jetzt gibt mal wieder Gas. Kommt schon.
Alle jetzt mal in den Chat. Go Septunix. Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier. Wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. Gute Nate. Wichtig und richtig von Lukas. Ja, Mike hatten fast schon gerochen. Ah, Lukas hat ihn gesehen. Passt. Ah, Lukas hat einen Ace gemacht. Krass. Kein Ding, Big D. Big B. Entschuldigung. Kein Ding. Immer wieder gern. Für jeden Support danken wir natürlich. Und nicht vergessen, Twitch Prime ist kostenlos. Nein, alles gut. Ist immer nur ein Scherz von unserer Seite. Alles mit Genuss und kostenloser Zufriedenheit hier. So, jetzt nochmal die Schnürsenkel fest angurten, Strümpfe hochziehen und zerstört sie. Oh, Lukas hat ihn schon on-site gerochen. Oh, Lukas mit dem nicen Headshot wieder. Oh, schade. Damit hat Thomas nicht gerechnet. Aber es wird scheinbar gesaved bzw. abgeaimt, um die Leute gleich wieder wegzuholen. Aber sie werden in die andere Richtung gehen. Schöne Runde. Schön, schön, schön. Sehr gut von Benny. So, halte das Ding. Schade. Sehr schön von Max. Gut gemacht von Lukas. Komm schon, Lukas. Gönnen dir. Und Lukas nimmt ihn sich erstmal durch die Kopf.
komplette Nase mit nach oben. Geiles Ding. Absolut geil. So, einer hat sich Mac 7 gekauft, sonst der Rest eigentlich eine grundsätzlich eine Full Echo. Wird Richtung B angespielt. Oh, oh. Oh! Das hat schon wehgetan. Also die Diegelschelle hat schon wehgetan, das muss ich sagen. Schön von Max. Oh nein. Schade. Ah, Max hat hat's fast gerochen. So, theoretisch eigentlich eine Echo Time oder eine Half by Time. Aber ich glaube, sie spielen eine Echo aus. So. Jetzt aber nochmal. Kommt schon, Jungs. Go, Septunix. Es ist nur einer A. Kommt schon.
Schön von Benny. Was ist da los? Kommt schon. Oh, Thomas. Ach, Leute. Das wird ein B-Aufbau. Oh nein. Oh, kommt schon, Jungs. Oh mein fucking Gott. Overtime. Alter Falter. Ey. Oh, schön, Lukas. Oh, schön, Max. Na, Thomas, was ist los? Schade, Benny. Schön, Thomas. Komm, Max, gönnen dir. Komm.
Was ein Game. Das kannst du laut sagen. Holt euch das Ding. Es steht euch sowas von zu. Ihr seid so gut drauf. Waren halt auf Inferno einfach so viele Unlucky-Momente. Aber ihr kämpft euch ständig zurück. Und das ist richtig schön zu sehen. Der Ansatz von eurem Team ist halt wirklich, wirklich gut. Krass, Big D. Big B. Das ist wirklich krass. Wir müssen allen einfach nur die Daumen drücken, dass es das Wunder gibt. Schön von Benny. Komm schon. Ach, schade. Mach das Ding zu. Schön von Thomas. Ah, Max. Ah, Thomas. Ah. Schön, Lukas. Schade. Schade, Lukas. Einfach nur krass gerade, wirklich. Oh, es wird gepusht. Jetzt auf B drauf, Jungs. B drauf. Oh, was ist das für eine Flash, Jungs? Smoke. Schöne Hits noch. Ach, Max. Unnötig. Wichtig und richtig. Schönes Ding, Thomas. Schönes Ding. So, jetzt macht's auf CT. Haltet die Spots. Herzinfarktmomente, wirklich. Absolute Herzinfarktmomente.
bauen Mitte auf. Na, Max hat den ersten richtigen harten Hit. Oh. A angespielt. Wird jetzt noch ein bisschen Time gesetzt. Und dann gibt's den Push. Jetzt. Scheiße. Schade von Benny. Der Ansatz war nicht schlecht. Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Was war denn das gerade? Was war das bitte gerade für ein Diffuse? Einmal bitte Clip. Das ist gerade richtig geil gewesen. Absoluter Gott in dem Moment von Thomas, ja. God Move. Whatever. Einmal Clip bitte. Ey. Wirklich. Schade. Schade von Lukas.
Ach, Benny. Alter Falter. Ja, jetzt wird halt so lang drauf ausgespielt, wie es möglich ist. Einfach, alter Verfall, wirklich. Das ist jetzt gerade krass. Schön von Benny. Jetzt, wir brauchen den alten Benny jetzt gerade. Oh. Fast, Benny, fast. Schade. Ich meine, das hat's nicht böse. Nur. Ist mein Gefühl so. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Gerade Benny nicht auf der höchsten Stufe, das, was er eigentlich sonst kann. Schade, Max. Schade. Eins gegen eins weggeholt. Kommt schon. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Das ist gerade wirklich eine schwere Situation. Gut gemacht von Benny. Gut gemacht. Gut, Mike.
Da haben die 80 Schuss gefehlt. Thomas, das war auch genauso wieder wichtig und richtig. Seitenwechsel. Alter Falter, Jungs. Das ist fürs erste Ligaspiel von euch ist das wirklich gerade echt, echt Nerven aufreiben. Boah. Bin absolut wieder überbelichtet. Was für eine Scheiße. Wichtig von Thomas. Oh nein, von hinten. Oh mein Gott. Gut gemacht von Benny. Nicht mehr zeigen, Benny. Nein. Oh, Scheiße. Das ist wirklich ein Game, das ist passt da auch nicht jedes Mal. Schön von Mike. Wichtig von Thomas. Oh nein. User joined your channel. Wer ist da gekommen? Ist gerade nicht. Fuck for free. Ah, ihr seid schon rausgegangen. Okay. Ja, das sehe ich halt ja nicht. Ach ja. Schade. War ein schönes Game. 22:19, ne? Ja, ich sehe es gerade ja noch im Stream. Ich bin ja erst bei 21:19, aber ist gerade rum. Richtig viele unlucky Momente gehabt. Also wirklich. Absolut. Wir haben 14:11 geführt und dann holen die eine Runde nach der anderen. Ja, aber auch absolut nicht komisch, sondern halt einfach wirklich, ihr macht den genauso und ihr macht wieder einen Aufbau, ihr fangt wieder an und auf einmal stehen sie gefühlt alle in der Nähe und wieder perfekt, ja. Und zermürben euch in der Hand, weißt du, das ist richtig mies. Ich meine, klar, sowas gibt's, ja. Es war halt auch manchmal wirklich
du hast 2 Sekunden vorher dahin geaimt und drehst dich um und der kommt in dem Moment wieder raus oder die Nate fliegt genau in dem Moment richtig gegen den Kopf, weißt du. Ja, ist halt unlucky. Aber was willst du machen? Ensign ist ja gar nicht meine Map. Dafür haben wir uns absolut gut verkauft, finde ich. Ja. Dafür, dass wir die Map so erst einmal zusammen gespielt haben. Auf jetzt in der Konstellation. Ja. Ancient war schon krass, was ihr da euch hier gespielt habt. Ich meine, muss man halt auch so sagen, Inferno lief am Anfang halt sau gut, ne? Und dann ging kein Abeschuss mehr rein von Thomas Offshore zum Beispiel. Ja. Sind die in Situationen durchgekommen, wo wir kurz weggeguckt haben? Das ist kein Thema, Mike. Kuss geht zurück auf deine Nuss. Das ist halt das, was man halt auch nicht vergessen darf. Ne? Die Server sind halt nicht immer die geilsten in manchen Momenten. Ja. Ne? Und dann hast du da einen Schuss gelandet oder ihr habt als erstes auf ich weiß nicht mehr, ob es jetzt auf Enzian oder auf Inferno da mal eben war, da habt ihr als erstes auf die Gegner geschossen und die können sich ganz entspannt gefühlt umdrehen und können halt euch ohne Probleme wegholen. Das war eine Runde, weißt du, die hättet ihr locker gehabt, weil ihr wart im Überraschungsmoment, aber auch was der eine Gegner an USP-Klicks gelernt hat. Ja. Die USP-Klicks am Anfang, das war schon heftig auf Inferno. Das Ding ist, hätten wir die beiden Pistol-Runden auf Info gehabt, hätten wir das Ding auf Info gehabt, in der Tasche gehabt. Ja. Das waren halt 5 Runden, die mal schnell weg sind. Ja, natürlich. Aber ihr habt trotzdem auf Info dann rucki-zucki wieder gedreht gehabt, weißt du, was halt saugeil war. Und dann halt auf einmal wieder gefühlt nachgelassen, weißt du, wo man halt nicht. Ja, die Gegner wurden dann auf einmal wieder stärker. Ja, wo man halt nicht sehen konnte, okay, woran hat es jetzt gelegen, ne? Es war doch unschön, dass die zum Schluss haben wir 14-11 geführt und die holen auf einmal 5 Runden. Ja, das ist. Aber ich meine, ich habe so mitgefiebert, wo ihr dann doch die 15. Runde noch geholt habt für den Overtime. Ja. Und dann Runde und dann diesen Lucky-Moment für die 18. Runde, wo Thomas wirklich in der letzten Sekunde noch defused hat, vorher draufgegangen ist. Das war so geil. Aber dann halt. Die Runde danach direkt, macht der Gegner dasselbe. Ja, aber weißt du, ich habe selber nicht gehört in dem Moment, weil durch die Flash, die dann kam, hast du das Anfang. Ja, war 20 Sekunden blind gefühlt. Das war halt auch mies, einfach nur Kacke. Mein Thomas hat dann Preise trotzdem geholt, aber ja. Aber mein Ace war schön, wa? Absolut, also das war ein schönes Ding. GG war ein gutes Match. Ebenso, danke. Ja, das war schon. Dass wir verloren haben. Ja, ich meine, komm, es ist das erste Spiel von der Liga. Das hat ja jetzt noch nichts zu heißen und das, was ihr gezeigt habt an Leistung, fand ich genial. War schon stabil, ja. Trotzdem muss man halt sagen, das hat man auf beiden Karten gemerkt. Benny und Mike waren auf jeden Fall nicht in der Höhe. Ich werde das nächste Mal auf jeden Fall Mike nicht noch mit 5 Games vorher nerven. Max jetzt zum Schluss auf Enzian auch nicht. Ja, es ging aber noch. Nachgelassen. Ja, aber es ging am Anfang, ging es eigentlich bei Max durch. Am Anfang. Aber zum Schluss ist so langsam die Luft raus gewesen. Ja. Nach ja, gut. Fast 40 Runden ist irgendwann die Luft raus. Ja, klar. Nee, und aber das hat man halt gemerkt. Benny und Mike waren heute halt absolut nicht irgendwie auf, ich will jetzt nicht mal sagen auf der perfekten Kurve, wo man es haben will, weißt du? Benny hat ja zwischendurch dann nochmal da am Ende auf Ancient nochmal aufgedreht, wo er dann die 3 geholt hat, wo es leider ein Tick zu spät war wegen der Bombe, ne? Ja. Aber trotzdem, das hat man halt erwartet, dass das halt vielleicht in 25 Runden vorher kommt. Ja. Aber gut. Aber Benny kam, glaube ich, erst von der Arbeit oder geht jetzt erst auf Arbeit oder so, ne? Dann ist das halt auch klar, dann wenn du dich auch nicht warm spielen konntest, so Mike habe ich ja vorher belastet mit 5 Games gefühlt, wo er sich halt auf normale 64 Tick gespielt hat, ne? Vielleicht war das auch nicht so Premium. Ja, Max, alles gut, kein Thema, mache ich doch gerne. Aber du, wir haben uns gut geschlagen, haben uns eigentlich ganz gut verkauft. Ancient, aber dass wir auf Ancient 0 eingespielt waren, haben wir uns echt gut geschlagen. Und dafür, dass es die Karte von den Gegnern war, die gepickt wurde und am Anfang die Gegner auch wirklich reingeschallert haben wie nix, wo ich gedacht habe, oh, das könnte das schwierig werden, ne?
Und dann, wo ihr halt wirklich komplett einmal gedreht habt, ne, ihr habt dann nochmal richtig reingesackt und einmal wirklich alles nochmal gegeben. Ey, wirklich. Wie gesagt, Hammer gewesen. Aber, wie gesagt, aus den Sachen, die da passiert sind, kann man sich wiederum hinsetzen, kann sich überlegen, okay, hey, da muss man vielleicht nochmal zwei, drei Sachen verbessern und fürs nächste Game weiß man Bescheid. Na. Deswegen. War ein schönes Game, mir hat Spaß gemacht. Ah, denke ich auch. Ja, im Stream war es eigentlich auch ganz entspannt. Ja, das waren eigentlich soweit alle zufrieden. Wir hatten selbst einen Zuschauer, der ist gerade mit einem LKW unterwegs, der hat sich das angeschaltet und hat per Stream und am LKW, also er ist nicht gefahren, aber weißt du, per aus Spanien hat er zugeguckt und euch angefeuert. Aber mal gucken. Jetzt schauen wir mal, was der Sponsor sagt, ob er trotzdem mit der Leistung zufrieden war. Und ich denke mal, wir haben es eigentlich ganz gut verkauft. Deswegen. Ich meine, man kann sich immer leistungsmäßig verbessern. Und jetzt nicht Overtime. Von mir nicht, von Mike nicht, von Benny nicht. Ja. Auch teilweise Schüsse oder Sachen. Ja, ich denke mal auch, es wird sich auch einiges an der Connection ändern, wenn CS2 draußen ist. Auf jeden Fall. Ja, war stabiler. Da würde ich mir sowas geben, dass ich 96 in 4 gebe oder da 2 Kills verschenke, weil die Schüsse einfach mal drauf sind, aber so Hitmarker. Ja, Hitmarker des Todes. Nee, gut, Lukas, dann wünsche ich dir aber trotzdem einen schönen Abend. Ja, zu lange. Und ich werde mich dann auch verabschieden. Auch was, peace out. So sieht's aus. Carsten auf jeden Fall. Ach, kein Thema, immer wieder gern. Und mal gucken, wie es nächste Woche dann läuft. Ja. Morgen ist ja schon die Phase. Alles klaro, ciao. User left your Stream, ich bedanke mich auch bei euch herzlich für das Zuhören, Zuschauen. Und wie gesagt, war das erste Match von 9. Wird auch noch bessere Spiele wieder geben, wo das Spiel eigentlich wirklich grandios schon war. Man hat eine gute Grundleistung gesehen und man muss halt auch dazu sagen, die Warlords existieren halt schon ein bisschen länger wie wir und sind auch als Team halt anders zusammengespielt und können halt dadurch auch ein bisschen anders das Spielerlebnis natürlich fügen. Ja, deswegen. Aber es war krass zuzuschauen, wie das alles lief und ich bin begeistert von der Grundleistung, die das Team gezeigt hat und deswegen kann man sich nur auf die nächsten Spiele freuen und das war's. Die 06 schenkt uns sein Herz. Danke dir für deinen Follower. Ja, nee, und damit beende ich den Stream, den Cast. Wir werden uns die nächsten Tage wieder sehen und hören. Und dann werden wir mal schauen, was wir machen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Coming right away. One time I spin up this bumbo clam while your whole crowd say Massive and Crew, all tight. Book 'em. Big tune, pull up, ring it wide.
spin up this bomb buckler, more your whole culture. Massive and crew, all tight. Book 'em.